So, in dieser Aufgabe geht es wieder darum, sich einen Ausdruck anzugucken, nämlich diesen doch etwas komplizierteren Ausdruck, und dafür eine schicke Formel zu finden. Wenn man erstmal natürlich hat man erstmal keine Idee, was das für eine Formel sein soll, und deswegen soll man sich hier mal für n bis von 2 bis 5 mal die Sache ausrechnen und dann irgendwie einen Bruch rauskriegen, und dann hat man vermutlich eine Idee, was das wohl für eine Formel sein könnte. Ja, gut, dann machen wir das mal. Ja? Was sollen wir sonst tun? Erstmal eine kleine Fehlerkorrektur. Hier fehlt noch mit n größer gleich 2. Das heißt, für n gleich 1 wollen wir über diese Aussage aber nicht sprechen. Ja, deswegen gucken wir uns das also wir für n gleich 2 bis 5 an. Also wenn n gleich 2 ist, ja, was ist denn da los? Dann ist das Produkt k gleich 2 bis 2 k Quadrat durch k Quadrat minus 1. So, was ist, das ist genau ein Faktor, das ist also 2 zum Quadrat durch 2 zum Quadrat minus 1. Da kommt also raus 4 durch 3. Aha, also kommt für n gleich 2 4/4 raus. Schön. N gleich 3, was kommt da raus? Dann habe ich hier das Produkt k gleich 2 bis 3 k Quadrat durch k Quadrat minus 1. Das ist 2 zum Quadrat durch 2 zum Quadrat minus 1 mal 3 zum Quadrat durch 3 Quadrat minus 1. Da kommt raus 4/4 mal 9. Dann habe ich hier 9/8. Kann ich ein bisschen kürzen und dann kommt da raus. So, dann kommt da raus. 3/2 nach dem Kürzen. Ja, also hier 4 und dann kann ich da rauskürzen, bleibt 2 über, die 3 kann ich mit der 9 kürzen, bleibt da oben 3 über. Also passt das. N gleich 4. So, das Produkt k gleich 2 bis 4 k Quadrat durch k Quadrat minus 1 kommt raus. 2 Quadrat durch 2 Quadrat minus 1 mal 3 Quadrat durch 3 Quadrat minus 1 mal 4 Quadrat durch 4 Quadrat minus 1. Gleich, okay, den Kollegen kennen wir schon, das ist nichts anderes als 3/2, haben wir eben ausgerechnet. Mal, was ist das hier oben? Das ist 16 durch 15. Okay, die 3 kann ich hier mit der 15 kürzen, bleiben 5 über und die 2 kann ich auch kürzen, bleibt also unten über eine 5 und hier oben bleibt über 8. Na toll, jetzt haben wir 4/3, 3/2, 8/5. Wer erkennt ein Muster? Also ich noch nicht. Ja, also n gleich 5. Na, gucken wir uns mal den nächsten Kollegen an. K gleich 2 bis 5. K Quadrat durch k Quadrat minus 1 gleich. So, jetzt die ganzen Kollegen von eben wieder. Mal 25, 5 zum Quadrat durch 5 zum Quadrat minus 1. So, die Kollegen von eben waren 8/5. 8/5. Und jetzt mal 25 durch 24. Ich kann wieder schön kürzen, die 5 mit den 25 hier oben, bleibt 5 über. Und die 8 kann ich mit der 24 auch kürzen, bleibt 3 über. Bleibt also über insgesamt 5/3 nach dem Kürzen. So, und jetzt sollen wir gar nicht weitermachen, sondern eine Formel erkennen. Ja, das ist ja lustig. Na, die 3 ist ein bisschen verkrüppelt, die mache ich mal neu. Also ich habe hier 4/3, 3/2, 8/5, 5/3. Da muss man eine kleine Idee haben, nämlich dass das hier, dass man das anders schreiben kann, nämlich 6/4. Ich habe es also mit 2 erweitert. Und hier dann kann ich es auch schreiben mit 10/6. Und jetzt wird ein Muster draus. Gucken wir mal auf die Nenner. 3, 4, 5, 6. Und gucken auf die Zähler. 4, 6, 8, 10. Tada! Ja, wir haben ein Muster. Ja, das sieht also aus nach 2n durch n plus 1. Ja, also die Behauptung ist, ja, für alle n aus den natürlichen Zahlen gilt, wenn n größer gleich 2 ist, dann ist das Produkt k gleich 2 bis n
k Quadrat durch k Quadrat minus 1, genau dieser tolle Ausdruck. Das ist die Behauptung. Naja, müssen wir noch beweisen. Dann gehen wir uns mal eine neue Seite. Ja, und beweisen wir das mal. Natürlich machen wir das hier wieder mit einer Induktion, also Induktionsanfang. Was ist das kleinste n? Es gilt ja für n gleich 2. Das ist das kleinste n, für das die Behauptung gilt. Also für n gleich 2 gilt, ja, das hatten wir eben schon ausgerechnet, ne? Da brauchen wir also nicht nochmal großartig zu wiederholen. Produkt k gleich 2 ist 2, k Quadrat durch k Quadrat minus 1. Das ist 4 Drittel und das ist nichts anderes als 2 mal 2 durch 2 plus 1. Stimmt. Ja, schön, schön. So, Induktionsschritt. Nee, Entschuldigung, Hypothese. Sei die Behauptung. Für ein beliebiges aber festes n aus den natürlichen Zahlen mit n größer oder gleich 2 wahr. So, also das ist die Induktionshypothese. Jetzt kommt der Induktionsschritt, also von n nach n plus 1. Und was ist zu zeigen? Das ist diese Behauptung, das Produkt k gleich 2 bis, Achtung, n plus 1 in Klammern k Quadrat durch k Quadrat minus 1, das ist genau 2 mal, Achtung, n plus 1 durch hoppla, nochmal, n plus 1 in Klammern plus 1. Ja, hier merkt man wieder, wie wichtig diese ollen Klammern sind. Ja, wenn man diese Klammern wegließe, ja, steht da plötzlich nämlich 2n plus 1. Mit den schicken Klammern steht da nämlich, wenn man es an die Klammern dann auflöst, 2n plus 2. Ein Heidenunterschied zwischen die Rechnung geht auf und die Rechnung geht nicht auf. Ja, also diese Klammern sind fürchterlich wichtig. Okay, legen wir los. Ja, wir nehmen uns einmal die linke Seite dieser Gleichung daher und versuchen das wieder mal mit unserem Standardtrick. Also das Produkt k läuft von 2 bis n plus 1. Ja, so. Und dann k Quadrat durch k Quadrat minus 1. Das ist dasselbe Produkt. K läuft von 2 bis, aber jetzt nur bis n. Ja, k Quadrat durch k Quadrat minus 1. Und den letzten Faktor haben wir rausgeschmissen. Den dürfen wir aber natürlich nicht vergessen, sonst wird es ja falsch. Und der letzte Faktor ist n plus 1 in Klammern zum Quadrat durch n plus 1 in Klammern zum Quadrat minus 1. Auch hier sind diese Klammern so fürchterlich wichtig. So, das haben wir jetzt. Jetzt ist noch nichts passiert. Dass diese Gleichheit gilt, ist klar, weil wir haben ja im Prinzip hier dieses Produkt. Da haben wir n plus 1 Faktoren, da haben wir einen rausgeschmissen, dann haben wir dieses Produkt mit einem Faktor weniger. Wunderbar. Jetzt gilt aber unsere Induktionshypothese. Die Induktionshypothese sagt, pass auf, da haben wir eine tolle Formel für diesen Ausdruck. Und diese tolle Formel ist 2n durch n plus 1. Und jetzt habe ich ja nur noch diesen einen Faktor hier. Und das ist das da. N plus 1 in Klammern zum Quadrat mal geteilt durch n plus 1 in Klammern zum Quadrat minus 1. Naja, dann rechne ich mal n plus 1 in Klammern zum Quadrat. Und hier habe ich n plus 1 zum Quadrat minus 1. Ja, hier kenne ich natürlich sofort, hey, wow, ich kann hier was kürzen. Das hier kann ich kürzen mit dem da. Dann bleibt da natürlich nur noch stehen. 2n mal n plus 1. Und hier unten habe ich stehen n Quadrat plus 2n plus 1 minus 1. Ja, okay, rechne ich mal weiter.
Hier dieses plus 1 minus 1 kann ich miteinander verrechnen, bleibt da 2n mal n plus 1 über. Oben im Zähler und unten im Nenner steht n Quadrat plus 2 n. Ja, da kann ich jetzt ein n ausklammern. 2n n plus 1. Und hier schreibe ich, klammere ich ein n aus. N und dann habe ich n plus 2. Oh, und dann kann ich dieses n auch fein kürzen. Und was überbleibt, ist Folgendes. Da steht da 2 mal in Klammern n plus 1 durch n plus 2. Und was sollte ich nochmal zeigen? Genau das da. Ja, also sind wir fertig.